So Leute, aufgrund der Tatsache, dass ich von mehreren angesprochen wurde, einfach mal zu erklären, wie man die Auflösung für Emergency 4 manuell bearbeiten kann, zeige ich euch das Ganze nun. Dafür gehen wir in die Einstellung in dem Emergency 4 Verzeichnis. Dort finden wir die Datei config, em4cfg-Datei. Öffnen diese mit Notepad oder zum Beispiel am anderen Editor. Scrollen ganz runter und suchen uns folgende Zeilen raus. xres und yres. Hier seht ihr nun eingetragen 1024x768. Das ist unsere aktuelle Auflösung im Spiel. Hier können wir nun die maximale Bildschirmauflösung, die wir uns in dem Spiel wünschen, eintragen. In meinem Fall sind das nun 1920x1080. Das entspricht Full HD. Nun einfach nur speichern. Und es ist nun in dieser Konfigurationsdatei übernommen. Wenn man ganz normal jetzt eben Emergency 4 öffnet, hat er jetzt exakt diese Auflösung übernommen, natürlich unter der Voraussetzung, dass unser Bildschirm das hergeben kann. Nachzusehen hier, Rechtsklick, Bildschirmauflösung. Das Maximale, was hier oben jetzt angezeigt wird, ist das, was man auch im Spiel dann einstellen kann. Allerdings könnt ihr jetzt, wenn ihr das manuell im Spiel verändern würdet, nicht wieder zurücksetzen auf die HD-Ready bzw. Full-HD-Auflösung. Sprich, danach müsstet ihr, wenn ihr es einmal wieder verstellt habt, wieder hier ins Verzeichnis reingehen und es in der Config manuell bearbeiten. Sprich, da würde jetzt, wenn ich jetzt einmal den Regler im Spiel wieder verändern würde, die Auflösung zum Beispiel 1024x768 wieder stehen. Diese kann ich dann natürlich wieder umändern. Speichert das Ganze. Wichtig ist dabei, dass ihr das Spiel dabei geschlossen habt und nicht einfach nur minimiert. Das war's.